Da waren hunderte Leute, die dann auch auf uns Moderatoren gewartet haben. Ich habe mit jedem gesprochen, mit dem ich wollte, mit jedem Politiker, mit jedem Popstar. Und irgendwann ging das los, dass ich mich so langsam gefragt habe, ey, reicht das aus? Ist das das, was du wirklich machen willst? Ich habe das immer so beschrieben als Brummen in meinem Kopf. Es hat mich nicht mehr losgelassen. Also ich konnte teilweise auch nicht mehr schlafen. Das kann natürlich auch total befreiend sein, einfach mal alles hinzuschmeißen und zu sagen, ich bin raus, ihr könnt mich alle mal. Hallo und herzlich willkommen bei Deep und Deutlich. Wir haben heute wirklich, wirklich, wirklich tolle Gäste am Start mit beeindruckenden Geschichten. Autor und Seenotretter Tobias Schlegel, Social Media Star Malte Zierden, Dating-Expertin und Psychologin Pia Kavitsch. Ich bin offensichtlich nicht wegzukriegen. Heute vertrete ich Luisa, aber auch da versprochen, sie wird wiederkommen. Eigentlich müsstest du auf meinem Sessel hier sitzen und diese Sendung moderieren. Du hast mit was ganz anderem gestartet. Ja. Du hast das gemacht, was sich irgendwie ganz viele wünschen, nämlich im Rampenlicht stehen, im Fernsehen sein, moderieren. Du bist einer von diesen sagenhaften Viva-Gesichtern, die ich damals angeguckt habe, angehimmelt habe und gesagt habe, ja, cool, was man so alles machen kann. Wie war das? Wie bist du da reingekommen? Ich habe mich einfach beworben bei einem Casting, das niemals aufgehört hat. Man musste erst ein Video einschicken. Das habe ich irgendwie im Keller gedreht mit der Kamera, Video 8 Kamera meines Onkels. So. Wir sehen dich im Hintergrund gerade. Du sahst ein bisschen anders aus, Tobi. Ja, so ungefähr sah ich aus. Hab die Moderatoren, die da waren, ein bisschen parodiert. So damals Heike Makatsch, Mola Adebisi und so. Und Viva gab es schon ein halbes Jahr. Und die haben noch jemanden von der Straße gesucht. Und ich war damals dann wirklich mit 17 Jahren der Jüngste, der da engagiert wurde. Also es gab dann noch eine Castingrunde, dann musste man in der Nachmittagssendung Viva Interaktiv sich vorstellen, live vor Publikum. Und die Menschen konnten entscheiden, konnten voten, wen sie haben wollten von den letzten vier. Ich erinnere mich, ich habe hier mitgevotet. Und weißt du, wie man voten konnte? Per Postkarte damals. Postkarte. Man musste eine Postkarte schreiben mit meinem Namen drauf. Und dann gab es so Säcke. Und das habe ich auch wirklich gesehen. Wer die meisten gekriegt hat, wurde dann engagiert. Und dann war ich dabei. Und eigentlich wollte ich da mitmachen, weil ich meine Lieblingsbands treffen wollte. Also ich war völlig in der Musik drin und ich hatte Bock, irgendwie Helden zu treffen. So Helden, die mich immer begleitet haben, musikalisch. Also zum Beispiel die Ärzte. Und das war natürlich toll. Da war das goldene Ticket. Ich konnte sie treffen. So, und deshalb habe ich das gemacht. Hast du Viva geguckt? Voll, aber ich war früher so ein industrieller Zucker-Junkie und habe mir einfach das Fernsehprogramm komplett reingepfiffen und gar nicht auf dem Schirm gehabt, was da vor mir passiert. So. Deswegen kann ich mich leider nicht daran erinnern, das gesehen zu haben. Nee, voll nicht. Aber ich kann mich daran erinnern, das gesehen zu haben. Gut, dass wir es geklärt haben. Aber es war eine heftige Zeit. Also man wurde, ich war ja noch in der Schule. Also ich war in der 11. Klasse und habe dann noch mein Abi gemacht. Das darf man nicht vergessen, ja. Wurde nach der vierten Stunde teilweise abgeholt. Das war mega peinlich. es kam so ein Taxifahrer rein. Geil. Und so, wir holen deinen Schlegel ab. Ja, und das war mein großer Showauftritt immer und mega unangenehm. Und dann musste ich vom großen Schulhof in das Taxi rein und bin da zum Viva-Studio gefahren. Und wir durften machen, was wir wollten. Ne? Ach, das war wirklich, also zwei Stunden live. Ist halt wie Insta-Live. Wir haben einfach gemacht, was wir wollten. Und haben halt die Bands da gehabt, die dann auch teilweise live gespielt haben. Das war ja dann auch so diese Take That, Boygroup-Zeit, Backstreet Boys und so. Das war eine völlig hysterische Zeit. So, dass Leute, beziehungsweise Mädels, 13-, 14-jährige Mädels, immer vorm Studio gewartet haben. Da waren hunderte Leute, die dann auch auf uns Moderatoren gewartet haben. Und das ging sogar dann so weit, dass Mädels vor dem Haus meiner Eltern kampiert haben und ich mich versteckt habe in meiner Wohnung, in meinem Kinderzimmer. Was war dein Ziel? Ich meine, irgendwas will man ja immer. Also ich konnte da gar nicht drüber nachdenken. Ich wollte mal Spieleerfinder oder Regisseur werden. So, das war eigentlich mein Plan und bin da tatsächlich so reingeschlittert und konnte dann gar nicht mehr nachdenken, weil das war ein großer Wahn und das war natürlich echt viel, was da über mich hereingebrochen ist. So, und das habe ich natürlich auch ausgenutzt und das war cool, auch zu machen, was man will. Also wir haben dann natürlich auch schon früh Standards gesetzt. Weißt du, ich komme aus dem Punk. So Punkrock und einfach Dinge machen und keine Angst zu haben, das war toll. So, also wir hatten keine große Redaktion, sondern
wir konnten uns ausprobieren und konnten uns dann auch finden. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich gute Angebote bekommen habe. Also ich bin ja dann bei Extra 3 gelandet als Moderator hier beim NDR. So. Wir sitzen an dem Ort. Ja, Ich habe hier zwei, drei Meter weiter produziert. Ja. So, und politische Satire gemacht. Dein Studio quasi. Und das fand ich cool, weil das war dann Aktivismus. Ne? Das war Haltung zeigen. Und das ist dann noch weiter gegangen bis zu Aspekte. Das ist das ZDF renommierte Kulturmagazin, so völlig verrückt, von dem Trash-Sender Viva zu Aspekte. Und da hat sich für mich dann so ein Kreis geschlossen. Ne? Weil das war so für mich Haken dran gemacht, alles erreicht. Ich habe mit jedem gesprochen, mit dem ich wollte, mit jedem Politiker, mit jedem Popstar. Und irgendwann, so das war mit Anfang 30, ging das los, dass ich mich so langsam gefragt habe, ey, reicht das aus? Hast du Bock? Also du hast mit 17 angefangen, das zu machen. Hast du Lust, das dein ganzes Leben lang zu machen? Selbst wenn die Angebote gut sind und du gutes Geld verdienst, reicht das wirklich aus? Ist das das, was du wirklich machen willst? Und ich habe das immer so beschrieben als Brummen in meinem Kopf. Es hat mich nicht mehr losgelassen. Also ich konnte teilweise auch nicht mehr schlafen, weil ich mir gedacht habe, wie kann das sein? Du hast ein gutes Format, du machst gutes Fernsehen, dass sogar deine Eltern gucken können, so, und du kriegst Respekt von Leuten und du hast dich hochgearbeitet, aber es reicht mir nicht aus. Also mir hat im Endeffekt, habe ich für mich dann gemerkt, mir fehlt das Relevante. Ich will was viel Relevanteres machen. Ich will helfen. Ich will für Menschen da sein. Es hat mir nicht mehr ausgereicht, nur Fragen zu stellen. Wie ist es bei euch? Versteht ihr, was ihr sagt? Oder habt ihr auch manchmal dieses Brummen im Kopf? So allgemein, nicht mal nur auf den Job bezogen. Ich verstehe das total. Und ich habe mich gerade gefragt, gab es für dich irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du das so realisiert hast? Oder war das so ein Prozess? Das war so schleichend. Also wenn du bei diesem Brummen im Kopf bist, wurde das immer lauter. Und ich konnte es nicht mehr ignorieren. Ich habe probiert, das am Anfang zu verdrängen und gedacht, wusstest du direkt, wo es herkommt, sozusagen, dieses Brummen in deinem Kopf? Oder dachtest du nur, irgendwas stimmt noch nicht so? Irgendwie bist du noch nicht so ganz angekommen und happy? Also ich wusste das erst, als ich so eine Liste gemacht habe. Mhm. Ich habe mir nämlich überlegt, was kannst du machen? Und hatte plötzlich ein paar Jobs. Also da war der Feuerwehrmann drauf, da war der Polizist drauf, da war der Lehrer drauf, der Erzieher, der Bauer war auch drauf und der Arzt. Und irgendwie war ich so hingezogen zum Arzt und habe aber für mich gesagt, jetzt noch mal 6 Jahre studieren und 4 Jahre Praktika machen, keinen Bock drauf. Und dann wurde gerade dieser neue Job erfunden, 2014 war das, glaube ich, der Notfallsanitäter. Höchste Stufe im Rettungsdienst, 3 Jahre Vollzeitexamen, also richtig harte Ausbildung, mit Staatsexamen auch am Ende. Aber dann kannst du nach 3 Jahren einsteigen und hast die Verantwortung und kannst agieren. Und das war für mich so ein übersichtliches Zeitfenster, das war nicht ganz, ganz weit weg. Mhm. Und deshalb also war für mich dann klar, das kann dieser Job werden. Das Problem ist, ich musste halt komplett die Reißleine ziehen. Also ich hatte einen ganz gut laufenden Vertrag beim ZDF, war auch gut versorgt so und musste das aber hinschmeißen. Ich hatte Angst, weil ich nicht wusste, wie es wird und was danach kommt. Aber es hat sich auch irgendwie gut angefühlt. Es war nämlich auch so eine Lust an der Zerstörung, also alles, das kann natürlich auch total befreiend sein, einfach mal alles hinzuschmeißen, ne? Und zu sagen, ich bin raus, ihr könnt mich alle mal. Das ist ja das, wovon, glaube ich, viele auch einfach träumen. Ich mache die Tür auf und sage meinem Chef, du kannst mich mal, ich bin raus. Und das habe ich einfach gemacht. Aber natürlich war das auch mit Angst behaftet, weil erstens wusste ich nicht, wie ist das, in diesen Bereich reinzugehen zwischen Leben und Tod. Ich hatte vorher keinen Kontakt zum Tod und zu leidenden Menschen. Keine Ahnung. Das war volles Risiko von meiner Seite. Und es war auch volles Risiko, was die Kohle angeht. Also ich hatte Gott sei Dank was gespart. Aber die Ausbildung heißt, man kriegt so im Schnitt 800 Euro brutto für 200 Arbeitsstunden im Monat. Ne? Wie agieren die Leute im zwischenmenschlichen Kontakt? Einmal die Leute, die du behandelst, vielleicht, die müssen dich eventuell ja aus dem Fernsehen kennen, wenn du schon im Mainstream stattgefunden hast, und vielleicht halt auch deine Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Das heißt, das muss ja voll anstrengend gewesen sein, von dieser Öffentlichkeit in diesen Beruf reingekommen zu sein. Ja, ich habe mich auch gefragt, wie hat denn dein Umfeld reagiert? Ja, voll. Also alle, das kommt ja auch noch obendrauf, ne? Die fanden das mega verrückt. Die haben das, ich musste das den Eltern, ich musste das allen Leuten, die mir irgendwie nahestanden, ich musste das denen richtig lange erklären. Die haben das nicht verstanden erstmal.
Sie haben das irgendwann verstanden, dass sie gemerkt haben, okay, der will das wirklich. Aber was waren denn deren Argumente? Also inwiefern haben sie es denn nicht verstanden? Welchen Teil haben sie nicht verstanden? Naja, so Eltern sagen natürlich immer, Jung, du bist doch gut versorgt. Ne? Ja. Warum willst du was raus? Du hast es gelernt, das ist ja auch, Moderation ist ja auch eine Art Handwerk. Du bist da eigentlich okay drin, du hast einen guten Vertrag. Warum? Weißt du, es gibt keinen Grund. Und warum müssen wir uns jetzt plötzlich wieder Sorgen um dich machen? Du kriegst keine Kohle mehr, man weiß nicht, was danach ist. Es geht ja wieder von vorne los. Weißt du, die hatten so ein Flashback oder Déjà-vu, besser gesagt. Der ist jetzt wieder 17, 18 und wir müssen den wieder supporten, versorgen. Was hat das denn mit dir gemacht? Das fühlt sich ja irgendwie so für deine Eltern dann wahrscheinlich wie so ein gesellschaftliches Downgrade an. So, dass ja, total. Für mich war es aber nicht so. Ne? Also ich habe für mich, das war eigentlich eine Befreiung für mich, als ich mal die Angst dann ablegen konnte nach ein paar Monaten. Und vor allen Dingen, als ich mich in den ersten Monaten dann auch bewiesen habe, dass es funktioniert. Weißt du? Also ich habe gemerkt, ich bin da eigentlich gut drin. Ich habe mich auch so reingefuchst. Und der Rettungssanitäter, das verwechseln ja auch alle, Notfallsanitäter, Rettungssanitäter, das ist so die erste Stufe. Und diese Prüfung macht man schon nach 3 Monaten. Also bis nach 3 Monaten, wenn du gut bist und den Abschluss schaffst, bist du schon Rettungssanitäter. Und bis dahin war ich mega aufgeregt. Und dann hatte ich ihn, habe den auch mit sehr gut abgeschlossen irgendwie damals. Und das war für mich so die Eintrittskarte. Ey, Kollegen, ich meine das wirklich ernst. Auch alle, mein ganzes Umfeld hat gemerkt, der meint das scheiß ernst. Und jetzt will er diesen Job machen. Aber hast und, du da die Erfüllung auch gefunden, die du halt ja, vorher aber, immer gesucht hast? Ja, aber, ich muss ein Aber noch dazwischen hauen. Ja, was dazwischen kam, war tatsächlich der Tod. Und wir können gerne mal kurz über den Tod reden, weil normalerweise wird ja nie über den Tod geredet. Ich hatte keinen Kontakt mit dem Tod und ich habe selbst in den ersten Einsätzen sofort tote Menschen gesehen. Und ich bin da rein, ich bin so idealistisch da rein, dass ich gesagt habe, ich will die Menschen retten vorm Tod. So. Und der Job ist aber nicht so. Du musst eigentlich viel öfter den Tod akzeptieren. Und das ist krass. Also diesen Lernprozess zu machen von, du scheiterst eigentlich ganz, ganz oft und musst Tod akzeptieren, Tod, den du vorher nicht kanntest, das macht was mit einem. Und das macht einen auch fertig. Also das ging ja dann auch so weit, dass in der Mitte der Ausbildung, so nach 1,5 Jahren, ich wirklich so krasse Sachen erlebt habe, gerade mit so kleinen Kindern, Schädel-Hirntrauma bei einem kleinen Säugling. Das hat mich richtig mitgenommen und komplett aus der Bahn geworfen. Deep geht's auch weiter in unserem nächsten Talk und eine Reportage von Steuerung F zu Seenotrettung findet ihr hier und alle unsere Folgen von Deep und Deutlich sowieso in der ARD Mediathek.